Deutsche 10 Kilometer Straßenlaufmeisterschaften in Bad Liebenzell. Deutschlands schnellste Langstreckenläufer sind in Baden-Württemberg am Start und wollen den DM-Titel. Bei den Männern sind in diesem Jahr auch die besten deutschen Marathonläufer Arne Gabius, Philipp Flieger und Hendrik Pfeiffer dabei. Mit im Teilnehmerfeld sind auch Vorjahressieger Florian Ort und etliche ambitionierte Topläufer. Alle wollen sie die Marathonläufer herausfordern. So ging beim Start der Kampf um die besten Plätze direkt los. Eine große Spitzengruppe konnte sich nach 2 Kilometern etwas absetzen. Ganz vorne mit dabei noch Arne Gabius. Der musste jedoch schon kurz darauf wegen Magen-Darm-Problemen aussteigen. Die Gruppe an der Spitze hat sich immer mehr verkleinert. Vorneweg während fast des gesamten Rennens Philipp Flieger von der LG Telesfinanz Regensburg. Nach der Hälfte des Rennens können immer noch 8 Läufer in der Spitzengruppe mitlaufen, darunter auch der Vize-Europameister der U23 über 10.000 Meter, Amanal Petros. 2,5 Kilometer vor dem Ziel können dem Führungsläufer Philipp Flieger nur noch Florian Ort, Amanal Petros, Simon Boch und Hendrik Pfeiffer folgen. Kurz vor dem Ziel hätte sich Amanal Petros beinahe noch verlaufen, konnte den Sprint gegen den zweitplatzierten Simon Boch aus St. Georgen aber dennoch gewinnen. Somit heißt der deutsche 10-Kilometer-Meister 2017 der Männer und der U23 auf der Straße nach 28 Minuten und einer Sekunde Amanal Petros vom SV Brackwede. Das war ein unfassbar wunderschöner Tag und wunderschöner Wettkampf. Hätte ich ehrlich gesagt überhaupt sowas gar nicht gerechnet. Dann hatte ich gedacht, ja okay, heute ist meine letzte Rennen über U23 und ich versuche es alles wie Möglichkeit, was ich habe. Und ich bin einfach hinter den top besten deutschen Läufer die ganze Zeit gelaufen, weil ich dachte immer, dass ich keine Kraft habe, um vorne zu laufen. Aber okay, ich bin die ganze Zeit hinten geblieben und dann hat doch irgendwie dann am Ende geklappt. Ja, es war wirklich hartes Rennen, es war von Anfang an schnell, aber so habe ich mir das schon vorgestellt, so habe ich mir das gedacht. Die Jungs in dem Marathon-Training, die sind favorisiert. Ich wusste, ich muss nur dranbleiben und kann hinten raus nochmal kämpfen. Bei Kilometer 7,8 habe ich wirklich daran gedacht, dass ich da hier die Medaille auf jeden Fall holen kann, das war mein Ziel. Beim letzten Kilometer habe ich dann eigentlich gedacht, okay, das kann man sogar gewinnen, aber der Amanal war wahnsinnig stark hinten raus und er hat verdient gewonnen, er war einfach hinten raus die letzten 200 Meter einfach stärker, einfach schneller wie ich. Für Philipp Flieger blieb am Ende nur der Bronzerang übrig. Dennoch war es für ihn eine optimale Vorbereitung für den Berlin-Marathon. Ich wäre auch tatsächlich gerne einen Ticken schneller gelaufen, aber ich war bis Kilometer 8 eigentlich oder bis, sagen wir mal, Mitte der letzten Runde eigentlich der alles von vorne gelaufen ist. Da hat dann sicherlich hinten raus vielleicht ein bisschen die Kraft dann gefehlt. Ich denke trotzdem, dass es auf dem Weg nach Berlin nochmal eine gute Zwischenstation war. Ich bin jetzt trotzdem nochmal mit einem bis kurz vor Schluss Solo-Lauf, sag ich mal, eine halbe, dreiviertel Minute schneller gelaufen als in Berlin vor ein paar Wochen. Und ich freue mich jetzt auf die letzten 3 Wochen Vorbereitung und fühle mich für den Berlin-Marathon in sehr guter Verfassung. Die 3 Erstplatzierten bei den Männern über die 10 Kilometer hier in Bad Liebenzell. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Flieger, Simon Boch und Amanal Petros.